Meine Lieben, heute komme ich zu einem Video, was mir persönlich sehr, sehr wichtig ist, denn es geht um meinen kleinen Karlzi. Ich möchte euch erzählen, wie wir zueinander gefunden haben, denn vorab, es ist nicht mein eigenes Pferd, er wird mir zur Verfügung gestellt und das ist auch so mein persönlicher Sechser im Lotto. Bevor ich jetzt aber zu unserer Geschichte komme, Karlsson hat Geburtstag und das Ganze möchte ich auch vernünftig zelebrieren. Denn ich denke, auch ein Pferd hat es verdient, einen vernünftigen Geburtstag zu bekommen. Ich sehe Pferde bzw. Tiere sowieso als Familienmitglieder und als Partner und Freunde an. Deswegen habe ich ihm eine kleine Party vorbereitet. Meine Mama hatte die coole Idee, ihm einen Kuchen zu backen. Dankeschön, Mama. Hier seht ihr so ein bisschen, wie das Ganze abgelaufen ist. Ich finde das voll die süße Idee. Dann gibt es natürlich noch Äpfel und Möhren und alles, was Pferde gerne mögen. Und er lädt dann auch alle anderen Pferde im Stall noch ein. Ich will jetzt auch gar nicht mehr so lange weiter quatschen. Ich werde euch jetzt zeigen, wie die Party abgelaufen ist. Wir waren dann noch schön ausreiten und haben den Tag einfach noch genossen. Jetzt werde ich euch erzählen, wie es überhaupt dazu kam, dass ich Karlsson reite. Leider habe ich aus den ersten Monaten kaum Bilder oder Videos, um euch jetzt irgendwas zu zeigen und das Ganze visuell zu unterstützen. Deswegen wird das jetzt eher so ein Palaver-Video. Aber mir ist das total wichtig, weil Karlsson ist ein ganz besonderes Pferd für mich und ich möchte einfach gerne erzählen, wie das alles so gekommen ist. Ich habe letztes Jahr im Juni wirklich damit abgeschlossen, dass das reiterlich überhaupt nochmal was wird und habe entschlossen, Sammy dann Mitte Juni in Frührente zu schicken. Wieso, weshalb, warum, werde ich euch alles noch in ihrem Video erzählen. Aber ich war auf jeden Fall super frustriert und habe auch einfach keine Lust mehr gehabt. Da ich aber kurz vorher meiner Trainerin und Freundin gesagt habe, ich möchte gerne wieder Unterricht haben, musste ich ihr natürlich absagen. Und dann kam die für mich wahrscheinlich beste SMS, die ich jemals bekommen habe, die auch wirklich so viel verändert hat in den letzten Monaten. Denn sie hat mir geschrieben, sie hätte noch einen 6-jährigen Wallach, der Springpferde A und L gewonnen hat. Und wenn alles passt, könnte ich den ein bisschen mitreiten. Ich habe wirklich kurz darüber nachgedacht, ob ich das noch möchte, weil ich eigentlich ja schon mit dem Reiten komplett abgeschlossen hatte. Gott sei Dank habe ich mich dafür entschieden, weil ich weiß jetzt wieder, dass Pferde und auch das Reiten für mich das Allerwichtigste ist. Ich bin dann das erste Mal zu Karlsson gefahren und war natürlich super nervös, aber als ich ihn gesehen habe, war ich schockverliebt in seine kleinen Kulleraugen. Er war irgendwie total niedlich. Als ich dann aber auf ihm drauf saß, kam die Ernüchterung, weil ich konnte ihn überhaupt nicht sitzen. Ich habe mich wieder absoluter Anfänger gefühlt. Aber Lisa hat mir erzählt, ich bin nicht die erste und einzige, die irgendwie aufgestiegen ist und sich wie ein Anfänger gefühlt hat. Also habe ich einfach daran gearbeitet, bis ich dieses Pferd sitzen konnte. Ich bin dafür einfach immer auf Felder, habe die Zügel lang gelassen und dann einfach nur noch galoppiert und mich nur auf meinen Sitz konzentriert. Ich will mit dir Berge versetzen, den Himmel durchleuchten, die Welt vermessen und Meere durchkreuzen, ganz weit laufen und nie wieder umkehren, die Zeit vergessen und nie wieder aufhören. Ich will dich nie mehr vermissen,
immer bei dir sein, dich jeden Tag ansehen und nie wieder fortgehen, Mauern durchbrechen, Drachen besiegen und mit wenigen Worten Planeten verschieben. Am meisten bin ich Carlson dafür dankbar, dass er mir die Angst vorm Springen genommen hat, denn ich habe wirklich panische Angst davor gehabt. Ich habe in Sammy sehr viel Unruhe reingebracht und bin dadurch auch oft im Sprung gelandet. Daher war es für mich wirklich echt schon eine Hürde, über einen Meter rüber zu springen. Aber er konnte mir das so schnell nehmen, das ist echt unglaublich. Und wir haben auch wirklich schon 5 Wochen, nachdem ich angefangen habe, ihn zu reiten, das erste Turnier gehabt. Ich weiß noch genau, wie ich mich gefühlt habe. Ich war super nervös. Bin dann in den Parcours rein, habe wirklich jeden Sprung so runtergezählt. Als ich dann fertig war, habe ich mich zusammenreißen müssen, dass ich nicht losheule vor Freude, weil ich war so überwältigt und glücklich. Und das Ganze wurde auch noch getoppt durch eine Platzierung. So zog sich das tatsächlich durch die ganze Saison. Wir haben 10 Starts gehabt und waren 9-mal platziert und konnten die Saison mit einem Sieg in einem A-Stilspringen mit einer 8,0 abschließen. Boah, das überwältigt mich immer noch, weil das ist einfach so, das rauschte so an mir vorbei. Ich kam ein paar Wochen, Monate vorher nicht mal irgendwie durch einen kleinen A-Parcours und auf einmal ging das so voran. Nur brennt es explodiert. Das Wetter sagt heute Rückenwind, hat alle Zweifel überstimmt. Wir haben nichts zu verlieren. Wir werden es einfach ausprobieren. Und ich sing, yeah. Wir haben Rückenwind und alles stimmt. Ich sing, yeah. Meine Dankbarkeit dem Besitzer gegenüber kann ich gar nicht in Worte fassen, weil ich bin Amateur und das ist definitiv nicht selbstverständlich. Ich bin aber auch Lisa super dankbar, dass sie für mich gesprochen hat und das überhaupt so hingedreht hat, dass es jetzt so ist, wie es ist, weil das ist für mich wirklich mein Sechser im Lotto. Aber auch sonst ist Carlson für jeden Spaß zu haben, obwohl er selber ja noch recht jung ist. Ich finde ihn so lustig. Wenn eine Kamera auf ihn gerichtet ist, dann fängt er an zu gehen oder zieht irgendwelche Grimassen, als würde er genau wissen, was er da tut. Ich weiß, dass ich mit dir niemals verlieren kann, niemals erwidern kann, was du mir gabst. Für dich geh ich durchs Feuer, für dich geh ich da raus. Für dich ist mir nix zu teuer, für dich nehm ich's in Kauf. Für dich geh ich durchs Feuer, für dich geh ich da raus. Für dich ist mir nix zu teuer, für dich nehm ich's in Kauf. Sag jetzt kein Wort. Wir waren auf einer Fuchsjagd und haben Ringreiten mitgemacht. Wir können ohne Sattel durch die Gegend reiten. Das sind alles so Dinge, die mir auch einfach wichtig sind, dass man auch noch anders mit seinem Pferd Zeit verbringen kann. Du machst mich sprachlos, ich hab keine Worte für das, was du ausstrahlst. Du lachst so sorglos, im Herzen dein Kind, dein Aussehen ein Engel. Erkenn dich unter tausenden Frauen in der Menge. Spreiz deine Flügel, ich weiß, du kannst fliegen. Nein, keine Liebe ist das, was ich fühle. Du bist mein Soulmate, das, was mich ausmacht. Ein Highlight war für mich auch noch das Fotoshooting, was wir im Herbst gemacht haben. Das sind Fotos für immer und das sind Erinnerungen, die auch einfach auf Bildern festgehalten werden. Und ich liebe diese Fotos so sehr. Ich bringe dich so gerne zum Lachen, weil mich dein Lachen immer so zum Lachen bringt. Mit dir kann ich die verrückten Sachen machen, für die ich eigentlich viel zu feige bin. Mit dir hab ich erlebt, dass Zeit und Raum nicht immer zählen und deine Nummer könnte... Mittlerweile sind wir zu Hause wirklich schon so weit, dass wir auch
Parcours auf M-Niveau schon reiten und ich einfach nur noch Freude dran habe und überhaupt keine Angst mehr davor habe. Im Schlaf noch wählen, du bist so anders als ich. Doch irgendwie verstehst du mich. Dein Name ist für immer in mein Herz geschnitzt. Es ist, als hätten wir uns immer schon gekannt. Weil nur du diesen Teil von meinem Herz besitzt. Und unsere Seelen sind ganz bestimmt verwandt. Unsere Seelen sind ganz bestimmt verwandt. Wir haben unsere Fantasie. Daher hoffe ich, dass wir noch ganz, ganz lange zusammenbleiben werden. Und wenn nicht, muss ich leider eine Bank überfallen, um ihn auszulösen. Weil ich liebe dieses Pferd so sehr. Man sagt ja immer, es gibt dieses eine ganz besondere Pferd. Und ich kann mit 100%iger Überzeugung sagen, das ist Carlsson. Es hat sich vieles dadurch verändert, dass ich Carlsson kennengelernt habe. Sammy ist wieder mit am Start und ich traue mich auch wieder mit ihr zu springen und es funktioniert richtig gut. Holly wäre niemals dazu gekommen und auch, dass ich das mit ihr so hinbekomme. Und am Wochenende haben wir schon unser erstes Turnier. Und auch privat hat sich bei mir vieles verändert, denn ich bin wieder zu meinen Eltern in die Nähe gezogen, weil ich einfach wieder bei meinen Freunden und meiner Familie sein wollte und den Pferden auch einfach näher, weil die ja hier stehen. Und ich studiere in Wilhelmshaven, habe da dann auch gewohnt und bin aber jetzt wieder in die Nähe von Bremerhaven gezogen. Auch diesen YouTube-Channel wird es nicht geben, wenn es nicht so gekommen wäre mit Carlsson. Deswegen, er ist wirklich so ein Ankerpunkt für vieles geworden und er macht mich glücklich und ich bin gerne im Stall und ich könnte noch Ewigkeiten weiter schwärmen, aber dann werde ich hier noch mehr rumsülzen. Deswegen beende ich das Ganze jetzt. Ich hoffe einfach, dass wir noch Ewigkeiten zusammen sind und ja, jetzt will ich schon wieder anfangen. Ich verabschiede mich jetzt mal lieber schnell, weil sonst sülze ich nämlich noch länger rum. Hier an der Seite ist ein Video, wie Holly zu uns gekommen ist, nämlich auch noch gar nicht so lange her. Und wenn ihr kein Video mehr von mir verpassen wollt und mich noch nicht abonniert habt, könnt ihr das da oben tun. Das Ganze ist selbstverständlich kostenlos, aber ihr verpasst eben keine Videos mehr von mir. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ich werde jetzt ganz schnell Tschüss sagen. Und wir sehen uns am Sonntag in meinem nächsten Video. Tschüss!